Produktion wurde von Brother unterstützt. Auf die Auswahl und die Umsetzung der Videoinhalte nahm Brother keinen Einfluss. Als Gegenleistung für die Videoproduktion überließ mir Brother den gezeigten P-Touch Cube Plus. Der P-Touch Cube Plus von Brother ist äußerst handlich und kann dank des eingebauten Lithium-Ionen-Akkus überall mobil eingesetzt werden. Richtig genial ist, dass der Ausdruck über Bluetooth direkt vom Smartphone oder Tablet erfolgen kann. Aber gleich mehr dazu. Hier sind die Themen im Überblick. Installation der Apps inklusive der Druckeranbindung an ein Smartphone, Etiketten mit dem Smartphone drucken, Etiketten mit dem PC drucken, weitere Druckmöglichkeiten und Informationen zu den Schriftbändern. Wie erwähnt ist der P-Touch Cube Plus von Brother dank eingebauten Lithium-Ionen-Akku und der App-Steuerung überall und jederzeit einsatzbereit. Das ist wirklich genial, denn so lassen sich die Etiketten überall dort individuell und passgenau ausdrucken, wo sie gebraucht werden. Neben den Apps für Android- und iOS-Geräte können die Etiketten auch sehr komfortabel mit der P-Touch Editor-Software am PC oder Mac erstellt werden. Durch den höheren Funktionsumfang dieser Software geben sich noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten und weitere Funktionen. Ich starte mit den Apps. Zur Auswahl stehen zwei Apps, die App iPrint and Label und die App P-Touch Design and Print. Die App iPrint and Label ist für die Erstellung von Etiketten für geschäftliche Zwecke bestimmt. Die App P-Touch Design and Print ist für stilvolle Etiketten, für die Arbeit oder für zu Hause die richtige Wahl. Natürlich können auch beide Apps installiert werden. Ich starte mit der App P-Touch Design and Print. Die Installation der App ist denkbar einfach und funktioniert wie bei allen anderen Apps. App Store öffnen, nach der kostenlosen App P-Touch Design and Print von Brother suchen und installieren. Das war's. Vor der ersten Nutzung der App werden einmalig einige Fragen zur Einstellung der Software gestellt. Direkt im Anschluss kann designt und gedruckt werden. Vorgefertigte Designs sorgen dafür, dass Etiketten schnell und einfach erstellt werden können. Damit benötigte Etikettendesigns schnell gefunden werden können, sind die Designs in Kategorien aufgeteilt. Natürlich können Etiketten auch ohne diese Vorlagen nach eigenen Vorgaben aufgebaut werden. Sämtliche Funktionen der App sind selbsterklärend. Deshalb ist das Design von Etiketten inklusive des Ausdrucks sehr einfach. Die Bedienung der App ist so einfach, dass ich nicht jeden einzelnen Schritt erklären werde. Als nächstes zeige ich die App iPrint and Label. Die Installation auch dieser App ist denkbar einfach und funktioniert wie bei allen anderen Apps. Also App Store öffnen, nach der kostenlosen App iPrint and Label von Brother suchen und installieren. Das war's. Vor der ersten Nutzung der App werden ebenfalls einmalig einige Fragen zur Einstellung der Software gestellt. Direkt im Anschluss kann designt und gedruckt werden. Auch bei dieser App sorgen vorgefertigte Designs dafür, dass Etiketten schnell und einfach erstellt werden können. Durch die Aufteilung in Designkategorien sind die benötigten Etikettendesigns schnell auffindbar. Selbstverständlich können Etiketten auch ohne diese Vorlagen nach eigenen Vorgaben aufgebaut werden. Natürlich sind bei dieser App sämtliche Funktionen ebenfalls selbsterklärend. Das Design von Etiketten inklusive des Ausdrucks ist mit dieser App ebenfalls sehr einfach.
Wie gezeigt, lassen sich mit den Apps nicht nur reine Texte ausdrucken. Je nach verwendeter App können komplexe Etiketten mit Rahmen, Linien, Bar- und QR-Codes, Symbolen, Bildern und weiteren Objekten erstellt werden. Die Ausgabe von Etiketten erfolgt auf dem PeeTouch Q Plus in exzellenter und hoher Druckqualität. Praktisch ist auch der automatische Papierschneider. Deshalb sollte er nicht unerwähnt bleiben. Noch ein kleiner Tipp: Vor jedem neuen Druckauftrag wird ein ca. 2,5 cm langes unbedrucktes Etikett ausgeworfen. Um diesen Verschnitt so gering wie möglich zu halten, sollte man möglichst nicht viele einzelne Etiketten ausdrucken, sondern direkt mehrere am Stück. Die Etiketten können anschließend mit einer Schere zugeschnitten werden. Wahrscheinlich liegt der Verschnitt an der Kassettendruckkopfkonstruktion. Neben den Apps gibt es die Möglichkeit, Etiketten mit einem PC oder Mac herzustellen. Die hierfür benötigte Software PeeTouch Editor kann kostenlos von der Brother Homepage heruntergeladen werden. Um hierüber auf dem PeeTouch Q Plus drucken zu können, muss der Drucker über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden werden. Ganz nebenbei wird der Akku des PeeTouch Q Plus über das USB-Datenkabel aufgeladen. Soll der Drucker unabhängig von einem Computer aufgeladen werden, so kann das Gerät mit einem entsprechenden Ladegerät oder unterwegs mit einer Powerbank verbunden werden. Die PeeTouch Editor Software bietet gegenüber den Smartphone-Apps weitere Design- und Funktionsmöglichkeiten. Die Bedienung der Edit-Software ist wie bei den Apps ebenfalls sehr einfach und selbsterklärend. Und so geht's. Ich starte mit einem neuen Etikett und werde dann verschiedene Objekte für ein Warenetikett platzieren. Für das Etikett werden ein Logo, zwei Textblöcke und ein Barcode benötigt. Die Bedienung der Software ist so einfach, dass ich nicht jeden einzelnen Schritt erklären werde. Wie bereits am Anfang erwähnt, hat die PeeTouch Editor Software einen etwas größeren Funktionsumfang als die beiden Apps. So können zum Beispiel aus einer verknüpften Datenbank Etiketten im Seriendruck hergestellt werden. Sollen sehr viele Etiketten ausgedruckt werden, so lohnt sich die Anschaffung eines zusätzlichen Brother Etikettendruckers. Und so funktioniert der Ausdruck aus einer Datenbank. Im ersten Schritt wird ein neues Etikett angelegt. Der Inhalt und das Aussehen ergeben sich aus den erforderlichen Etikettdaten und dem Corporate Design. Der Einfachheit halber habe ich bereits ein Warenetikett vorbereitet und geladen. Als nächstes wird das Etikett mit der Datenbank verknüpft. Entweder über Datei, Datenbank und Verknüpfen oder über das Datenbanksymbol in der Menüleiste. Danach wird die zu verknüpfende Datenbank ausgewählt. Mögliche Datenbanken sind Access und Excel sowie CSV und Textdateien. Ich habe eine Excel-Datei vorbereitet, die ich nun verknüpfen werde. In diesem Fenster werden die benötigten Datenbankfelder mit dem Inhalt des Etiketts verknüpft. Wenn alle erforderlichen Felder miteinander verknüpft wurden, werden die Einstellungen mit OK übernommen. Hier im unteren Bereich lassen sich die Datenbankfelder auswählen, die später als Etikett ausgedruckt werden sollen. Über die File-Buttons links-rechts kann ein bestimmter Datensatz ausgewählt werden. Der ausgewählte Datensatz wird an dieser Stelle als Vorschau angezeigt. Um die Etiketten nun zu drucken, wähle ich die Qualität aus, mit der gedruckt werden soll, und klicke anschließend auf Drucken. Alle ausgewählten Datensätze werden jetzt als Etikett im Seriendruck ausgegeben. Wie gezeigt, ist die Datenbankverknüpfung und der Ausdruck ganz einfach und vor allem sehr praktisch. Noch einfacher geht es, wenn die Etiketten direkt aus einem Warenwirtschaftssystem ausgedruckt werden. Durch die Schriftbänder in Kassettenform ist ein schneller und einfacher Wechsel zwischen unterschiedlichen Formaten und Druckmedien jederzeit möglich. Sie brauchen ein spezielles Schriftband? Kein Problem. Sie haben die Wahl. Es gibt breite, dünne, bunte, transparente, textile, laminierte, nicht laminierte, stark haftende, welche zum Aufbügeln, Sicherheits- und Siegelbänder, lange, kurze. Sogar unterschiedliche Schriftfarben sind kein Problem.
So geht zum Beispiel je ausgewähltem Schriftband schwarz auf weiß, blau auf weiß, weiß auf blau, rot auf weiß auf transparent, gold auf schwarz, schwarz auf gelb, weiß auf schwarz. Die Schriftbänder gibt es in den Breiten von 3,5 bis 24 mm und in den Längen von 4 und 8 Metern. Die Auswahl an Schriftbändern ist riesig. Auch für Ihre Anwendung ist bestimmt das richtige Band dabei. Der P-Touch Cube Plus von Brother ist handlich, passt in jede Tasche und hat durch den Lithium-Ionen-Akku genug Energie, um überall drucken zu können. Die Auswahl an Schriftbandkassetten ist riesig. Somit sollte für nahezu jeden Einsatzzweck das passende Schriftband dabei sein. Das Druckbild des P-Touch Cube Plus ist für einen Labeldrucker exzellent und hochauflösend. Über die kostenlose Software können Etiketten ohne Vorkenntnisse designt und ausgedruckt werden. Dank der beiden Apps sogar überall. Der Labelprinter ist nicht nur im Hobbybereich, sondern auch im professionellen Umfeld zu finden. Übrigens sieht der P-Touch Cube Plus von Brother auch noch richtig gut aus. We'll be right back.